Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir nochmal was im First Multikocher und zwar eine sämige gelbe Erbsensuppe. Wir brauchen dazu als allererstes zwei Zwiebeln und zwei kleinere oder mittelgroße Möhren. Und ich habe die hier in meinem Fissler Feincut mal eben klein gehackt. Das klappt ja super. Man zieht einfach nur ein paar Mal da dran. Und dann ist das Ganze perfekt zerkleinert. So sieht das aus. Wir schalten das Programm Meat ein. Das wird dann heiß und da können wir dann schön drin anbraten. Ich habe etwas Fett, jetzt ein bisschen Öl in den Topf reingegeben und gebe jetzt die Zwiebeln und die Möhren dazu, sowie eine klein geschnittene Stange Lauch. Ich habe immer noch etwas eingefroren da und das Ganze wird jetzt erstmal angedünstet. Würzen tun wir das Ganze jetzt mit Thymian, das ist jetzt bestimmt so ein Esslöffel, und etwas Pfeffer. Auf Salz habe ich jetzt erstmal verzichtet, weil wir dann Gemüsebrühe hinzugeben. Und ich mache das jetzt immer so getrennt. Ich gebe also erst Wasser dazu und das sind jetzt 1,5 Liter. Und dann gebe ich das Gemüsebrühpulver dazu. Und da bin ich jetzt auch nie so sparsam mit. Jo. Wenn wir das Ganze dann eingefüllt haben, dann kommen dann die gelben Schälerbsen dazu. Das ist jetzt ein Paket, das sind 500 Gramm. Und ich zeige euch jetzt mal eben, wie die hier aussehen. Das sind so geschälte Erbsen. Die brauchen dann nicht ganz so lang wie andere Hülsenfrüchte, die jetzt nicht geschält sind. Dann machen wir den Deckel drauf, schließen das Ventil und stellen das manuelle Programm ein auf 25 Minuten. Und in der Zwischenzeit, wo die Suppe dann kocht, können wir dann schon mal den Räuchertofu vorbereiten. Den habe ich jetzt einfach in Würfelchen geschnitten und schön knusprig braun angebraten. Ja, nach Ende der Kochzeit habe ich noch ungefähr 20 Minuten gewartet, den restlichen Dampf abgelassen und dann ist die Suppe auch schon fertig. Die Suppe ist jetzt in dem Fall sehr sämig geworden, schon fast cremig. Wenn ihr das lieber ein bisschen so haben möchtet, dass die Erbsen noch Biss haben, dann müsst ihr bitte die Kochzeit etwas reduzieren oder die Ruhezeit hinterher verkürzen. Aber ich mag es so, wie es jetzt ist. Und ich habe jetzt dann noch ein kleines bisschen Wasser hinzugegeben, weil das ein bisschen zu dick jetzt war. Den Tofu geben wir einfach dazu, rühren den unter. Wie gesagt, noch ein bisschen Wasser und das war's. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen abgeschmeckt. Ich habe noch ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen Salz dazu gegeben und das war auch eigentlich schon alles. Also man muss nicht immer so viele verschiedene Gewürze reingeben. Die Erbsen an sich schmecken schon sehr lecker. Und wenn ihr jetzt seht, wie ich das jetzt hier einfülle und was sich da so zieht, das ist jetzt kein Kleister oder sowas, sondern das ist der Lauch. Ja, eine sehr leckere, schnell gemachte Suppe mit wenig Zutaten. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Unten auf meinem Logo könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!